bisschen weg ist von der Technik, ein bisschen mehr in die Politik und die Policy-Ecke. Ich hoffe, das ist in dem Raum von Interesse. Wenn nicht, bitte sagen, dann spreche ich ein bisschen mehr zu den technischeren Sachen. Ja, geplant habe ich, was ist eigentlich das nationale Zert? Was ist die Rolle? Was sind die Aufgaben? Wie sind wir im Staat aufgehängt? Wie arbeiten wir zusammen? Mit wem arbeiten wir zusammen? Was tun wir dort? Tagesgeschäft, welche Daten behandeln wir? Mit wem kooperieren wir? Wer kriegt von uns Nachrichten? Von wem bekommen wir Daten? Und ein bisschen was zum Thema, wie schaut es aus in Österreich? Wie sicher sind wir? Wie durchseucht sind wir? Wie schaut es denn aus? Ansonsten bitte einfach fragen. Ich würde das Ganze gerne offen machen, mehr auf Interaktivität und als ja, Frage-Antwort-Spiel. Ich kann auch gerne jetzt die nächsten 40 Minuten den Kasperl machen da vorne, aber bitte Fragen ist auch gerne erwünscht. Ganz kurz, ja, ich mache das Zeug schon länger. Im Netz seit 92, aktiv mit eigenen Servern. Ping einer, der es noch kennt, lang ist her. Clubbing Quest, eine 2, Discali. Zeitlang Nika.de Entwicklungsabteilung und jetzt seit 10 Jahren, ziemlich genau, Teamleiter des nationalen CERTs in Österreich. Warum bin ich mit dem Thema überhaupt da? Es hat eigentlich nur peripher was mit Linux zu tun. Ja, es gibt auch unter Linux Sicherheitsprobleme und es gibt auch unter Linux Infektionen in Österreich. Deswegen bin ich nicht da. Ich bin im Wesentlichen da, weil wir in dem Staat eine ganz eine spezielle Rolle ausüben als nationales CERT. Eine Art von zentrale Clearinghouse für Vorfallsdaten. Das ist eine ziemlich heikle Stelle. Wir haben einiges an Daten im Haus, die nicht ganz schön und lustig sind immer. Und ich will daher offen rauskommunizieren. In diverse Foren und Gemeinschaften zu sagen, wir sind da. Wir arbeiten fürs Land, das machen wir, weil es für uns ist wichtig, dass das irgendwie draußen ankommt. Was können wir, was können wir nicht, was sind unsere Grenzen und an was halten wir uns. Deswegen für einen Outreach von mir, kommunizieren mit der Community draußen, was tun wir im nationalen CERT. CERT, was ist das überhaupt? Steht im groben Ganzen für Computer Emergency Response Team, gibt seit mehr als 20 Jahren. Initial der erste Kickstarter dafür war der Morris-Wurm. Ich habe jetzt das Jahr nicht mehr im Kopf. War das 87 oder so in der Gegend der Preisklasse, also irgendwo in den, der Ursuppe des Netzes? Später noch, aber 90, früher 90? Das ist lang her. Ursuppe des Netzes. Was ist ein CERT? Ist ein Sicherheitsteam für IT-Angelegenheiten. Meinte gerne. Davon gibt es viele. Jede bessere Firma hat sowas. Was macht ein CERT aus? In meinen Augen zwei Punkte. Es hat eine klar definierte Aufgabe, für was ist es verantwortlich? Um was soll es sich kümmern? Was ist die Constituency im Fach Englisch? Für was ist es da? Und Punkt zwei, es deklariert sich auch nach außen als für diesen Bereich zuständiges Team. Es gibt entsprechende Foren und Verzeichnisse, wo man sagen kann, ja, wenn du ein Problem mit dem Bereich Netz hast, dorthin melden. Das kann sein jetzt Produkte, kann sein Netze, kann sein irgendwie thematische Sachen. Es gibt es quasi von CERTs in Firmen. Beispielsweise hat Cisco zwei. Eins für Cisco Corporate Netzwerk und eins für die Produkte von Cisco. Klassischerweise haben ISPs sowas, wenn es darum geht, um Fehlverhalten ihrer Kunden. Auch oft genannt Abuse-Abteilung, ist auch eine Art von CERT eigentlich. Wie auch immer, das Ganze hat nichts zu tun mit Zertifikaten 59 oder dann noch ISO, bitte nicht. Andere Thema, hat mit der Abkürzung CERT nichts zu tun. Das kommt von Zertifikat, Certificate. Andere Wortstamm. Gut, CERT.at ist das nationale CERT für Österreich. Das betreiben wir jetzt seit mehr als 9 Jahren als Firma Nika.at, vielleicht bekannt aus dem Hauptjob Domainverwaltung von Österreich, gemeinsam mit dem Bundeskanzleramt oder im Auftrag oder in Kooperation mit dem Bundeskanzleramt. Die Frage, die sich da gleich stellt, na, warum denn ihr? Wie kommt ihr dazu, dass ihr diese Rolle ausfüllt?
hat im Wesentlichen mehrere Gründe. Grund 1 ist, das Ganze ist kommerziell ein negatives Spiel. Damit macht keiner ein Geld. Es ist eine reine Geldverbrennungsaktion. Weil wir können nichts verkaufen in dem klassischen Sinn. Wenn ich jetzt irgendwie einem ISP sage, pass auf den Seiten habt ihr euch die Facements eingehandelt, die Kunden sind infiziert, dann zahlt der mir nichts dafür. Das ist ein Dienst an der Gemeinschaft. Warum macht das die NIKAD? NIKAD gehört einer Stiftung. Die Stiftung hat als Stiftungszweck die Förderung des Netzes in Österreich. Mit besonderer Bedacht auf den Betrieb einer stabilen Top-Level-Domain.at. Aber es ist generischer, gröber. Und die Herren Stiftungsräte haben sich vor 10 Jahren überlegt, na, was wird denn noch drunter fallen in unserer Agenda? Aber wie können wir denn noch dem Netz helfen in Österreich? Und kamen drauf, naja, eigentlich fehlt ein Nationalisiert in Österreich. Parallel dazu gab es im Kanzleramt die ersten Rippenrempler aus Brüssel, macht doch was in Sachen IT-Sicherheit und Netzwerksicherheit, worauf dann sich die beiden gefunden haben, gesagt haben, okay, ja, das macht Sinn. Liebe NIKAD, ihr macht das jetzt, weil ihr könnt aus dem AT-Geschäft die Kosten dafür quasi finanzieren. Aufgaben ganz grob, dazu nach noch mehr. Punkt 1, proaktive Arbeit. Wir geben raus Warnungen. Wir geben raus Tagesberichte, was gibt es heute Neues. Wir arbeiten zusammen mit der Presse relativ viel, gestern Wolf On zum Beispiel, Community Building, wir betreiben einiges an Leute zusammenbringen, Netzwerken sowohl in der realen Welt hier als auch in Online-Foren. Wir kümmern uns um die Netzwerkhygiene, um die Basis-Grunddurchseuchung des Landes. Was kann man denn leicht an diesen niederschwelligen Sachen fixen? Als nationales Zert kümmere ich mich weniger um die High-Profile-APT und Spionage-Sachen. Ja, das ist auch interessant, aber das ist für uns im Nationalität fast ein bisschen zu high-level. Uns geht es mehr um die niederschwellige generellen Level an Badness im Netz bei uns. Die Idee da ist primär, wir holen eine Information, was ist denn los, was läuft denn schief und geben es weiter an diejenigen, welche die es fixen können. Wir helfen an und ab auch reaktiv bei Vorfällen, was aber nur ganz, ganz selten und eingeschränkt. Primär aus folgendem Grund, wir sind 7 Leute und wir haben 8 Millionen Einwohner in Österreich mit wahrscheinlich einer Gegend von vergleichbar vielen EDV-Systemen, Computern, Handys und Co. Wir können schlichtweg nicht, geht nicht, keine Chance. Punkt 2, es gibt durchaus einen aktiven Markt von Leuten, die einfach das verkaufen. EDV-Betreuung, Sicherheitsbetreuung, Vorwärtsbehandlung. Machen wir nur in ganz extremen Ausnahmen. Bestes Beispiel war vor ein paar Jahren bei der GIS ein bisschen aushelfen, wie die Anonymous-Leute das da eingebrochen haben. Danach, was denn los ist, absichern und rauskriegen, was eigentlich das Problem war. Vielleicht noch ein Punkt dazu, wir sind nicht die Polizei. Ganz, ganz wichtig, wir machen keine Ermittlungen im strafrechtlichen Sinne. Wir helfen forschen vielleicht nach ein bisschen, aber uns ist der Täter im Großen und Ganzen egal. Vielleicht als Bild, wir sind die Feuerwehr. Die A versucht einmal den Brand zu verhindern vorher, indem sie entsprechende Awareness rausgibt, bitte macht das und das nicht. Und die, wenn es brennt, kommt und hilft. Die Feuerwehr ist nicht der, die den Brandstifter finden müssen. Das ist Aufgabe der Polizei. Das Gleiche hier. Wir können vielleicht Beweise sichern, schauen, was denn los war, fachlich, technisch, aber Finden des Bösewichtes ist nicht unser Thema. Was haben wir für eine Rolle im Staat oder Rechte im Staat? Wir haben eigentlich gar nichts. Ich bin ein ganz normaler Bürger. Ich habe nicht mehr Rechte als jeder hier im Raum. Maximal vielleicht noch, dass ich irgendwie eine Security Clearance habe, aber nein, ich bin ein ganz normaler Bürger. Ich bin kein Polizist, der irgendjemand anschaffen kann. Ich kann niemandem irgendwas anschaffen. Ich kann maximal hinweisen und Tipps geben. Es muss sich keiner aufgrund von unseren Mails irgendwas jetzt reagieren oder rechtfertigen müssen. Ist nicht. Wir sind nette Kollegen, Mitbürger, die informieren und helfen wollen. Es ist in Österreich ab und zu durchaus sinnvoll.
wir haben bei uns so ein bisschen im Staat diese, wenn mir jemand was anschaffen will, kommt sofort diese, warum du und warum eigentlich darfst du das überhaupt? Gegenreaktion. Was wir eher machen, ist so der Nachbar, der anklopft und sagt, lieber Nachbar, ja, du hast das Licht brennen lassen in deinem Auto da draußen. Es war wahrscheinlich gescheit, wenn du rausgehst und das abdrehst. Das kommt im Großen und Ganzen freundlicher ran als laut Paragraph, irgendwas sind sie verpflichtet aus. Kommt nicht gut. Punkt 2, es gibt keine Meldepflicht an uns. Es muss keiner irgendwas uns sagen. Aktuell. Das mag noch kommen, aber aktuell ist es so nicht. Und wir sollen das ganze Land sicher machen, oder sicherer machen hoffentlich. Wie gesagt, ein hehres Ziel. Wir sind froh, wenn wir es ein bisschen sicherer machen können in unserer Arbeit. Sicher machen geht nicht. Wie schaut es aus im Staat? Was spielt denn noch aller mit in diesem Konzert des Staates? Was haben wir eigentlich für Rahmenbedingungen dazu? Seit 4 Jahren gibt es in Österreich eine Strategie für Cybersicherheit. Die Slides gibt es nachher online, Link drauf, irgendwo auf dem Dokument im Bundeskanzleramt. Ich glaube, das Wort Cyber taucht 70 Mal vor in dem Dokument. Ich habe vergessen, ich wollte noch reingeben, dieses Bild von Pulp Fiction mit dem I dare you, say cyber one more time. Was soll's. Kann ich nicht ändern, ist halt in Ebenen so üblich mittlerweile. Soll sein. Spannender für uns ist jetzt aktuell die EU, die hat voriges Jahr im Sommer eine Direktive beschlossen für Maßnahmen zur Gewährleistung eines hohen gemeinsamen Sicherheitsniveaus von Netz- und Informationssystemen in der Union. Klingt ein bisschen sperrig, ist auch ein bisschen sperrig. Das Ganze ist bei der Direktive quasi eine Vorlage für nationale Gesetze und die müssen jetzt umgesetzt werden. Also aktuell sitzen ein paar Leute immer wieder zusammen aus dem Kanzleramt, Innenministerium, Verteidigung, Wirtschaft, Justiz, sich zu überlegen, na, wie machen wir das Ganze jetzt in Österreich? Was machen wir quasi 1:1? Was machen wir on top und wie gehen wir jetzt damit wirklich um? Was macht jetzt wer laut den Vorgaben? Der Zeitplan ist der, es gibt morgen die erste Präsentation in einem bisschen breiteren Rahmen. Das erste wirkliche Gesetzentwurf, der man auch herzeigen kann in Sachen Begutachtung, ist für Herbst geplant. In Kraft treten, glaube ich, nochmal im nächsten Frühling, Mai. Gibt irgendwie, das Ganze ist gestartet im Juli letzten Jahres. Und in dem ganzen Dokument gibt es entsprechende Fristen, ab x Monate nach muss das alles gemacht sein. Was heißt das Ganze jetzt konkret für uns, diese Direktive? Die zusammengefasst auf eine Slide komme ich ungefähr auf das. Punkt 1, für die Betreiber von für den Staat relevanten Diensten. Das sind einerseits klassische kritische Infrastruktur wie Finanz, Banken, Strom, Gesundheit, Abwasser, Verkehr, die Gegend, also was man halt braucht fürs tägliche Leben. Dort werden die relevanten Player identifiziert. Dann gibt es noch eine Kategorie von digitalen Dienstebetreibern, die auch wichtig sein könnten. Plus noch so Spezialkapitel wie Top-Level-Domain-Registries, hallo, das trifft uns. Dann noch Exchange-Points, wird vielleicht den Wix erwischen. Und noch ein paar Sachen. All die werden quasi identifiziert und die bekommen 2 Sachen aufgebrummt. Punkt 1, sie sollten dafür sorgen, dass sie gewisse Mindeststandards einhalten in ihrem IT-Betrieb. Und B, wenn das bei ihnen passiert, müssen sie das melden. Meldepflicht bei Vorfällen. Dann gibt es eine Abschnitte, die nationalen, den Staaten ein paar Sachen vorschreiben, dass sie dann machen sollen oder einrichten sollen. Einerseits muss es geben eine Strategie für Cybersicherheit in jedem Staat, jedem Member State. Es sollte in jedem Staat CERTs geben, die die oben genannten Firmen abdecken und betreuen und ihnen helfen. Und es gibt eine zuständige Behörde oder Behörden. Das sind quasi Behörden, die nachher die Umsetzung des Ganzen kontrollieren und überwachen und steuern sollen. Zum Beispiel genau diese Mindeststandards definieren helfen und kontrollieren helfen, dass die auch wirklich eingehalten werden. Und es gibt 2 Kapitel, wo es darum geht,
über die Zusammenarbeit innerhalb der EU, einerseits auf der CERT-Ebene, ein CERT-Network, in dem alle diese CERTs aller Mitgliedstaaten gemeinsam zusammenarbeiten sollen. Und es gibt eine Kooperationsgruppe, wo die Policy Layer drüber, also diese zuständigen Behörden, vernetzt sind, mit dem primären Ziel, dass dieses erste Teil halt in allen Mitgliedstaaten halbwegs äquivalent und analog abgeht. Dass halt ein Webhoster in Deutschland die halbwegs gleichen Auflagen hat wie ein Webhoster in der Schweiz, nicht Schweiz, wie in Frankreich oder in Holland oder in Österreich. So der grobe Rahmen. Das Ganze, wie gesagt, wird gerade eben umgeschrieben in ein Gesetz hier in Österreich. Schauen wir mal, was rauskommt. Zuständige Behörden aktuell schaut so aus, es wird geben, da Österreich, nicht eine, sondern mehrere, wird geteilt sein in einen strategischen Teil und einen mehr operativen Teil. Strategischer Teil ist geplant im Kanzleramt, operativer Teil ist geplanterweise im BMI, im Cybersicherheitszentrum, im BVT, aber Österreich und so, es gibt auch welche im Verteidigungsministerium. Auch das BMLVS will auch den Hut haben, dass sie für ihre Firmen, die sie in Geheimschutzbetreuung haben, die entsprechende zuständige Behörde sind. Ja, CERT. Wir als CERT fallen definitiv drunter. Wir sind dann ein CERT lauter Nichtdirektive, bekommen aus dem Ganzen heraus ein paar Auflagen in Sachen vom sicheren Büros angefangen bis zu Verfügbarkeitszeiten. Ja, so schaut's aus. Die Meldepflicht übrigens ist laut Direktive potenziell an CERT oder Behörden. In Österreich wird es an die CERT gehen. Der Plan ist aktuell der, dass wenn es in der Branche ein Branchen-CERT gibt, dann ist es das, der Meldekopf. Gibt es keines, legt der Default zu und das sind wir als nationales CERT. Das heißt, das ist dann der Punkt, wo das von vorher mit keine Meldepflichten nicht mehr gilt. Dann kriegen manche Firmen aus der kritischen Infrastruktur sehr wohl Meldepflichten, die auch an uns gehen können. Nicht müssen, aber gehen können. So viel zur Nichtdirektive. Ja, wie schaut es aus in Österreich? Wer spielt alle mit in dem Ganzen? Einerseits gibt es einen inneren Kreis, auch genannt ICDOC, innerer Kreis der operativen Koordinierungsstruktur, Bürokratie. Die Namensgebungen sind oft interessant. Was heißt das konkret für uns? Die relevanten staatlichen Stellen, die mit dem Thema beschäftigt sind, treffen sich regelmäßig, um sich abzustimmen. Was weiß wer? Wie schaut es aus? Hat irgendwie was Neues erfahren? Muss an was mitwissen? Muss man gemeinsam agieren? Da ist dabei aktuell das GAF-CERT, das übrigens auch von meinen Leuten betrieben wird. Also wir haben neben dem Hut nationales CERT auch den Hut GAF-CERT in noch engerer Kooperation mit dem Kanzleramt. Das CSC Cybersecurity Center im BVT macht mit. C4 ist das Cyber Crime Competence Center, ist die Cyberkieberer vom Bundeskriminalamt. Kanzleramt selber, das Heer mit den diversesten Untergruppen, Milzert, Nachrichtenamt und Abwehramt und auch das BMI soll in Zukunft mitmachen. Soll es noch geben einen äußeren Kreis, wo dann auch die privat geführten CERTs mitspielen können. Also wir als nationales CERT und die sektoralen CERTs. Das Krisenmanagement, falls irgendwas gröber passiert, haben wir uns geeinigt in den letzten 3 Jahren darauf, dass die etablierten Prozesse, die auch für Nicht-Cyber-Krisen genutzt werden, nämlich dieser staatliche Krisenkoordinationsmechanismus, was SKKM heißt, genutzt wird. Der Grund ist der, dass es ein genereller Formalismus, wie der Staat in Krisen auf Bundesstaatebene sich zusammenredet. Und dort ist eigentlich keinerlei Fachexpertise da. Es ist dann rein nur die Hülle für den Prozess. Wenn etwas passiert wie eine Lawine oder eine Flugzeugabsturz oder eine Epidemie, dann holen sie sich die Fachexperten rein in diese Runden. Und genauso würden sie dann auch in die Fachexperten aus dem
IT-Sicherheitsbereich einholen, wenn im Bereich dieses Cyber-Crisis-Managements irgendwas nötig ist. Jo, strategisch spielt wer mit aktuell? Aufgrund der Strategie gibt es in Österreich eine Cybersecurity-Steuerungsgruppe, CSS. Das ist, sind die höchsten Beamten der wichtigsten Ministerien. Das ist das Gremium, das quasi das absegnet, was weiter unten entwickelt wird. Der Motto wie, und jetzt gilt es, jetzt machen wir es wirklich so. Also eins unter der Politik. Da gibt es drunter noch das CSS-Team, das sind diese eben drunter, die entsprechenden Vorarbeiten machen und andere Koordinationsgremien. Es gibt die Cybersecurity-Plattform, das ist ein Forum zwischen Wirtschaft und Verwaltung, trifft sich morgen im Kanzleramt zu einem Treffen, wo halt die Verwaltung einerseits der Wirtschaft sagen kann, an was sie gerade arbeiten, aber auch die Wirtschaft die Möglichkeit hat, Feedback zu geben, was sie denn glauben, dass nötig ist, dass gemacht werden sollte. Gut, mit wem kooperieren wir jetzt so? Wir selber mal, der die Kraftwert, Personalunion ist natürlich leicht zu kooperieren. Innerer Kreis, wieder erwähnt, das war in der letzten Zeit interessant. Zum Beispiel, wie jetzt diese DDoS-Angriffe waren auf einer türkischen Hackergruppe gegen diverse Ministerien und auch Firmenwebseiten, war es ganz interessant zu sehen, was weiß denn unser Auslandsgeheimdienst über die Gruppe? Was können die einbringen in, hey, passt auf, jetzt könnte es heiß werden, die planen gerade was, die schreiben auf Twitter und auf Facebook, dass sie was vorhaben. Wir haben die Kontakte potenziell zu den ISPs und den Betreibern zu sagen, hey, pass auf, es könnte heiß werden. Wie schaut es denn aus? Was kommt denn wirklich rein? Und abfragen von wegen, ja, der Angriff hat jetzt folgende Parameter. Wieder zurückspielen an die Runde und zu sagen, hey, liebe andere potenzielle Ziele, passt auf, das und das erwartet euch. Das sind so diese Abstimmungsgeschichten, die in diesem Kreis passieren. Zertverbund, es gibt in Österreich neben uns aber andere noch, Beispiel Wien-Zert, Mil-Zert, A1 hat ein eigenes, Raiffeisen hat ein eigenes, T-Systems hat ein eigenes, ITSV hat ein eigenes, die Linzer haben ein eigenes. Wir treffen uns auch ungefähr alle 2-3 Monate in einer großen Runde zum Erfahrungsaustausch, was denn jeder so sieht in seinem eigenen Bereich. Das ist ganz spannend, immer wieder zu sehen, naja, Beispiel, vor ein paar Wochen haben sie gesagt, Abfall von erkannten Exploit-Packs. Ja, sehen alle. Wenn es nur einer nicht sieht, ist die Frage, warum nicht? Passt seine Detection nicht mehr oder ist er nicht mehr Ziel oder was ist los? Einfach dieses Austauschen, was sehen die einzelnen Teams, ist oft sehr hilfreich. Wir betreiben den Austrian Trust Circle, das ist ein Netzwerk von Treffen, jeweils in den Sektoren der kritischen Infrastruktur, wo wir halt auch versuchen, die relevanten Sicherheitsleute, zum Beispiel der Banken, an den Tisch zu bekommen, einerseits den Austausch und das gegenseitige Helfen zu fördern, andererseits aber auch, um den Draht zu uns zu stärken und auch für uns die Option zu geben, ich kann die ganze Branche ansprechen. Beispiel, weiß nicht, wer vorher da war beim Lynx, diese Geschichte mit den abgefangenen SMSen für Tanz bei Banken, heute auf Heise und auf Off-On, haben wir da schon im Februar besprochen in Runden. Einerseits in der Bankenrunde, dem Motto, passt auf, eure Ämter am Verfahren ist in Gefahr. Andererseits bei den Telcos, was könntest du dagegen machen auf SS7-Layer, um sowas zu verhindern. Und ja, da kann man was machen dagegen. Wir haben jetzt seit zwei Tagen im Betrieb das österreichische Energie-Zert. Jetzt einmal im Test seit Anfang Mai. Wird auch bei uns angehängt. Nicht genau mein Kernteam, aber mit Umfeld rundherum. Es treffen sich in Österreich auch noch die Techniker der Unis. Im Rahmen der AG Secure und im Rahmen des KSÖs haben wir auch immer wieder Treffen mit anderen relevanten Leuten in Österreich. Global, international, wir haben FIRST, das ist der globale Dachverband, Team C-Cert, europäisch. Im Fußball begriffen werden das oben die FIFA, das ist die UEFA.
so als Bild dafür. Jetzt neu, das CISO-Netzwerk, was es per Gesetz quasi jetzt geben muss, was spannend ist, weil bekanntlicherweise so ein Netzwerk davon lebt, dass man sich vertraut und Sachen Geheimnisse austauscht potenziell und das Vertrauen per Gesetz halt nicht so wahnsinnig gut funktioniert. Das muss eigentlich wachsen und kann nicht irgendwie per Dekret verordnet werden. Also ich gehe davon aus, dass das noch ein paar Jahre brauchen wird, bevor das irgendwie seriös funktioniert. Im Wesentlichen ist das nur die Antwort auf das da. Die EGC ist eine Gruppe von 12 Staaten in West- und Nordeuropa, die das schon vorleben. Die sich sehr detailliert sich austauschen, was denn wirklich passiert. So bis rauf zu gezielten Angriffen. Das ist dann oft sehr spannend, wenn man sieht, okay, passt auf, ich weiß jetzt genau, in einem anderen Staat gab es den Spionageangriff am Ministerium. Und das sind die daraus gezogenen Schlüsse, wie ich den Verkehr erkennen kann, wie ich den Malware erkennen kann, was ich weiß über die Programmierer und wann die denn arbeiten, die Botnetze steuern. Da geht wirklich was ab im Sinn von ernsthaft relevanten Informationen. Nachbarstaaten haben auch eine kleine Gruppe. Wir sind noch eingeladen im Deutschen Zertverbund, waren wir gerade vorige Woche zwei Leute von mir dort. Und es gibt auch global noch eine Menge von inoffiziellen Trust Groups, wo man sich halt in gewissen Kreisen kennt und vertraut und Sachen austauscht. Gibt es viele davon. Und je mehr man da drin ist, vernetzt ist, umso spannendere Sachen kriegt man oft gesteckt. Umso spannendere Sachen kann man dann oft auch einfordern an Hilfestellungen. Da kriegen wir oft so Sachen rein wie, wir hatten gerade einen DDoS gegen, vor den letzten halben Jahren mal, gegen das britische Forschungsnetz, basierend auf Reflected LDAP über UDP. Das sind die IP-Adressen aus Österreich, die da mitgemacht haben. Schön. Das wird dann in solchen Gruppen auch getauscht. Gut. Es war jetzt doch relativ lang, abstrakt, PowerPoint-Niveau, schauen wir mal ein bisschen runterzukommen in die technische Ebene, was machen wir denn wirklich? Was heißt es jetzt Kooperation? Was heißt es jetzt wirklich helfen und austauschen? So, was machen wir denn wirklich jeden Tag? Tagesgeschäft von uns, welche Tools, welche Daten, wie schaut denn das aus? Ein Punkt da noch vorweg, die meisten Leute glauben, dass ein CERT ein technisches Hardcore-Geek ein Co-Team ist. So, wir nörden uns runter, wir machen. Stimmt nicht. Ist für uns eigentlich nicht der Fall. Der größte Teil unserer Aufgaben ist IT-mäßig relativ low-level. Das ist Daten reinnehmen, nach IP-Adressen gruppieren für ISPs und weiterschieben. Das ist jetzt nicht High-Tech-Security, tiefstes Know-how. Vieles auch einfach nur vernetzen. Offflug ist einfach nur unsere Aufgabe. Jemand ruft an und sagt, na, er hätte ein Problem, er braucht Hilfe. Wir könnten helfen. Zu wissen, wer hat das schon mal gesehen. Vermitteln. Spannend ist auch oft so Sachen wie, wenn uns zwei Leute sagen, sie haben da ein Problem, bitte sagt das nicht weiter, aber wenn jemand anderes auch hatte, bitte falls uns zusammen. Sagen wir, ja, schön und gut, aber einer von euch beiden muss aber in Vorleistung gehen, weil beide Seiten sagen, sagt nicht weiter, aber ich will gerne wissen, ob der andere auch hat. Geht das nicht, ja? Spannend. Pressearbeit. Vorträge, ja, was ich jetzt mache, ist auch nicht tieftechnische Arbeit, ja? Das ist doch eher mehr PowerPoint-Space wieder. Wie gesagt, ab und zu ja, ist es für uns wichtig, dass wir nicht genau verstehen, was da jetzt abgeht. Aber das ist eigentlich überraschend wenig von unserer täglichen Arbeit. So, zurück zu vorher. Die drei Hauptpunkte, die wir machen. Proaktiv, Netzwerkhygiene und reaktiv. Von den ersten beiden Punkten jetzt ein bisschen mehr Details. Netzwerken, Konferenzen, Treffen, so erwähnt, Stammtisch machen wir. Wir betreiben Listen für die Community. Ganz spannend zu schauen, dass halt die Leute, die in den Bereichen in Österreich arbeiten, sich vernetzen. Es ist unheimlich cool, wenn man sich trifft, redet, plauscht, weiß, was der andere kann, was er tut, wo er sitzt. Ich habe dann beim nächsten Mal, wenn ich einen Notfall habe, eine Hinterkopf, ah ja, den kenne ich doch, der können wir doch weiterhelfen. Das ist in Summe für die Resilienz eines Staates verdammt wichtig. Österreich ist im Vergleich zu anderen Staaten schlecht aufgestellt, von wegen formale Prozesse und
so wie die Deutschen das halt nach Checklisten durcharbeiten, machen wir uns nicht so wirklich gut. Was wir gut können, ist das spontane Zusammenarbeiten. Und da ist einfach dieses vorher sich kennenlernen, reden, plauschen, einfach ganz, ganz wichtig. Ja, nicht nur im Büro hocken, rausgehen. Nicht nur bei uns in Österreich, sondern auch international. Das ist definitiv Sache, die wir halt vernetzen, breit machen müssen. TechWatch. Punkt 1, wir müssen wissen, was ist eigentlich los in dem ganzen Thema. Wozu? Wir machen, wie schon erwähnt, einmal alle paar Wochen eine Warnung, wo wir sagen, das ist jetzt wirklich böse, das sollten wir irgendwie auch in die Medien bringen, das ist heikel. Wir haben uns grob die Ziel gesetzt, ein, zwei Mal im Monat wäre so die richtige Frequenz. Kann man natürlich nicht forcieren, sondern das Thema halt reinkommt, aber so im groben Ganzen so die Richtschnur, weil wir können nicht breit jeden Tag groß warnen. Das nutzt sich ab, das ist so der Bub, der Wolf gerufen hat, das macht keinen Sinn mehr. Für die Runde ist ein selten, aber dann muss es zählen, relevanter. Wir haben uns auch dazu durchgerungen zu sagen, wenn es ein Auto-Update gibt, dann ist es für die breite Öffentlichkeit nicht so wahnsinnig interessant. Es ist auch nicht wahnsinnig interessant, dass es am zweiten Dienstag im Monat einen Patches für Microsoft-Produkte gibt. Wir melden auch nicht, dass es in der Früh flammende Feuerbälle im Osten über den Horizont steigen. Es ist einfach voraussagbar. Ja? Es ist nicht wirklich neu. Wir schreiben, das ist mehr interessant für die Runde hier, jeden Tag, jeden Arbeitstag eine tägliche Zusammenfassung. Das sind so die 10 bis 15 relevantesten Meldungen aus unserer Quellenbeobachtung, von denen wir glauben, dass sie jemand in der Branche zumindest überschriftenmäßig sehen sollte. Wer es nicht hat, bitte einfach bei uns auf der Webseite subskribieren. Gibt es per Mail, gibt es per RSS und auch per Twitter, wenn man unbedingt will. Ja. Wozu brauchen wir das Ganze noch? Anfragen. Uns fragen immer wieder Leute, liebes Gerd, ich habe das gelesen, wie schätzt du das ein? Kommt aus Firmen, kommt aus Behörden, kommt aus der Presse. Wir machen das Ganze. Dazu haben unsere Kollegen aus Holland ein Tool geschrieben vom National Cyber Security Center in den Niederlanden, in Citaranis. Das ist ein Glorified RSS-Reader mit Webscraper und einem Workflow dahinter, der halt das Zusammenschreiben der Meldungen besser macht. Datenaustausch zwischen den Teams läuft oft über Chat oder anderen Sachen, kommt oft ganz, ganz normal mit. Habt ihr das schon gesehen? Oder habt ihr das gesehen und was meint ihr dazu? Es ist oft nicht immer leicht zu sehen, wie böse das ist. Hat das schon jemand verifiziert? Oder weitere Infos zu einem Thema? Das sind so die klassischen Austauschpunkte zwischen den CERTs bei solchen Sachen. Oder auch oft dann, siehe hier unser Advisory. Das ist unsere Zusammenfassung unserer Einschätzung. Punkt 2, Netzwerkhygiene in Österreich. Web, Facebands, Phishing, Exploit Packs, Detektionen, irgendwelche Botnetze oder auch irgendwelche Fehlkonfigurationen. Wie TLS-Probleme und auch Sachen, die sich als TLS-Verstärker missbrauchen lassen. Wo haben wir das? Einerseits, ich runde der CERT und andere Sicherheitsdienstleister. Wie schon erwähnt vorhin, irgendjemand betreut eine Firma, sieht einen DDoS, schneidet mit, welche IP-Adressen man beteiligt, verteilt es dann weiter. So kriegen wir unter anderem immer wieder Listen von betroffenen IP-Adressen. Es gibt ein paar Non-Profits, die so Sachen professioneller machen. Spamhaus ist einer, der das macht. Das ist das Abfallprodukt von dem ganzen Anti-Spam-Geschichten. Kriegen sie auch ganz gute Listen von, welche IP-Adressen sind infiziert. Der wahrscheinlich Spam-Versender. Sie tracken ja auch ganz gut irgendwelche Command-Control-Server und wissen daher. Header-Server ist ein amerikanischer Verein, der das exzessives Scanning macht. Sie scannen ganze Internet mehrmals täglich auf mehreren Ports durch, was dann da potenziell nicht sein sollte. Oder irgendwelche Unis, auch da haben wir immer wieder Datenquellen. Wir kriegen von den Großen einiges. Sowohl Google als auch Microsoft mit Bing führt mit Listen von bösen URLs. Das sind die klassischen Sachen, wo dann der Browser groß auf Rot geht und sagt, Achtung, böse. Die Daten kriegen wir. Wir kriegen auch von Microsoft Sachen, die sie über die
Digital Crimes Unit erheben, das ist jetzt mal wieder ein Botnet übernehmen, kriegen wir auch die Daten dafür. Oder wir suchen selber in welchen Search Engines. Wir kaufen auch ein paar Sachen ein. Zone Age zum Beispiel, Wireswacker jetzt gerade nicht mehr, Anubis Networks schon, gehört jetzt zu BitSight. Und ab und zu machen wir auch selber Recherchen. Aktuell zum Beispiel Heartbeat haben wir gesucht in Österreich, SLV2, genau. Das Paper von der NISA gibt ein bisschen mehr dazu am Background. Websachen haben wir dazu ein Tool geschrieben, was irgendwie das Ganze mit Screenshots auflistet, und wir relativ schnell dann auswählen können, wo wir in die Warnung hinschicken können. Achtung, pass auf, deine Seite hat ein Problem. So, was gehen wir jetzt rein von Daten her? Wir kriegen meistens eine Liste von URLs, hoffentlich mit irgendwelchen Metadaten, was ist denn da los auf dieser URL? Ausgehend, Mail an den Domainhaber oder Hoster, pass auf, deine Webseite hat ein Problem. So, Datengerüst, wir stehen so ungefähr bei zwischen 10 und 50 solche Fälle pro Tag, die wir abarbeiten. Sachen mit IP-Adressen. Was kann das sein? Infections. Sinkhole steht für was? Normalerweise heutzutage eine Infektion in einem Botnet kommuniziert per Web mit einem zentralen Steuersystem, der Command Control Server oder C2 Server. Wenn ich jetzt schaffe, als Forscher oder als Polizei diesen Server zu übernehmen oder dessen Domain zu übernehmen oder dessen Domain voraus schon zu registrieren, und dort einen Webserver aufstelle, dann sehe ich genau, wo denn global irgendwelche Malware-Infektionen zu mir kommen und neue Befehle abholen wollen. Ich heiße daher IP-Adresse und Zeitstempel, vielleicht noch welches Botnet denn dort ist. Die Daten werden global ziemlich breitflächig ausgetauscht. Und die nationalen CERT sind da der klassische Ingresspunkt in die Länder hinein zur Weiterverteilung. Man kann scannen. Sowohl für Fehlkonfiguren als auch für DDoS-Geschichten. Was gehen wir rein? Eingehend in welche Listen von IP-Adressen, Zeitstempeln und Metadaten. Und rausgehend, aktuell ist es bei uns Mails mit an die Netzbetreiber, ISPs oder halt große Firmen. Aktuell gruppieren wir das per autonomen System, also per BGP Routing Entity. Raus an die Leute und sagen, hey, pass auf, in euren Netzen gibt es folgende Probleme. Beispiel ganz aktuell von den letzten Wochen. Jemand hat gefunden, dass irgendwelche CPEs kaputt sind und SNMP-mäßig offen sind. Wir kriegen von Shadow Server eine Liste von IP-Adressen in Österreich, die antworten. Wir testen danach, ob sie auch diesen Fehler haben, schicken es dann weiter an die Betreiber, passt auf, was ist bei euch hinnig. Tool dafür, ich stelle gerade um auf IntelMQ, Open Source Software, läuft unter Linux, super. Passt hier zum Haus. Aaron ist unser Kontaktpunkt dafür. Brauche ich nicht groß mehr erklären. Was ist, wir kriegen Feeds rein, tun die ganzen Parsen, tun sie enrichen, offfetten die Informationen, schauen, wie ob wir ausschicken sollen und dann schicken wir es raus an die entsprechenden Netzbetreiber. Was haben wir da aktuell für Mengengerüst? Grob so kann ich sagen, 4000, 5000, 6000 IP-Adressen in Österreich, denn wir wissen, dass sie Malware drauf haben ungefähr. Immer noch konfiguriert ist das Botnet mit den meisten IP-Adressen, zumindest das, was man dann am besten noch messen kann, weil es halt schon so alt und konstant ist. Spannendes Beispiel, letztes Jahr, Ende November, gab es eine große Polizeizugriff-Aktion, mehrere Staaten, mehrere Verhaftungen. Auch da wiederum haben wir eine Menge von Server beschlagnahmt und Domains auch und können jetzt entsprechend viel mitmessen, wie groß denn das Botnet ist, das diese Sachen benutzt hat. Schaut aktuell so aus, vom Anfang Dezember bis jetzt. Ja, es wird langsam besser, aber zäh. DDoS Reflection, also Geräte, die sich missbrauchen lassen zur Verstärkung von DDoS-Angriffen, wird langsam besser in Österreich, aber immer noch durchaus mehrere tausend IP-Adressen, die sich missbrauchen lassen für Angriffe.
Seit Intel, was ist denn interessant, auf was soll man denn schauen? Zum Beispiel Spearfische, jemand hat da links vorher einiges erzählt. Wie machen wir das aktuell? Aktuell noch sehr viel in Plain Text E-Mails, einfach nur Freiform herumgeschickt. Machine zu Machine ist ein bisschen schwieriger, da gibt es eine Menge von Standards dafür, da muss irgendwie das Bild nicht, kann das Bild nicht fehlen. Der Klassiker, es gibt einfach extrem viele Standards dafür und keiner hat sich bis jetzt so wirklich durchgesetzt. Am ehesten noch einerseits Cybox Stix Taxi, das XML-Monster, jetzt in Version 2, neu rausgekommen, JSON-basiert, sollte einfacher werden. Aber eigentlich in der Praxis sehen wir fast nur MISP. Das ist das Tool, das aktuell die meisten Zerts benutzen. Tut ganz gut, hat seine Schwächen, hat der Klassiker von wegen, erst einmal alles designen und dann bauen oder einfach mit klein anfangen und dann raufskalieren und dann entsprechende Designprobleme haben beim Hochfahren. Spannend da ist, das Ding kann sich synchronisieren gegenseitig. Wir kriegen davon relativ viel rein von anderen Teams an Thread Intel und gehen das auch in Österreich weiter an Firmen, die das Ganze haben wollen und brauchen. Wer es auch in Zugang haben will, bitte bei uns melden. Da sind wir relativ freigiebig damit. Zusammenfassung Daten. Wir haben einerseits OSINT-Geschichten, werden ausgetauscht, primär in Freitext, anhand mit dem Tool Taranis. Standardvorfälle, noch ein Defacement, noch eine Infektion, werden über irgendwelche 0 auf 15 Datenformate rausgeschickt mit CSV-Listen und Co. Wir machen es meistens mit InternMQ und anderen Tools dahinter. Thread Intel auch noch sehr viel manuell. Aktuell geht der Zug in Richtung MISP. Da fangen an, einige Teams diese Daten da jetzt systematischer und strukturierter auszutauschen. Main-Gerüchte, was wir wirklich rausschicken jeden Tag, durchaus, das ist glaube ich pro Monat 10.000 Mails an diverse Netzbetreiber und Domaininhaber. Passt auf, in euren Netzen ist ein Problem. Durchaus einiges los. Wir sind dabei, das Ganze ein bisschen zu verbessern, ein bisschen mehr das Ganze interaktiv zu machen mit den ISPs, dass sie sich selber einstellen können, was sie denn eigentlich haben wollen. Und hoffentlich im nächsten Jahr live gehen. Ad Linux noch ein, zwei, drei Kommentare. Bitte passt auf, bitte keine Überheblichkeiten. Das Ding ist nicht inhärent sicherer als Windows. Auch wenn es manche ganz gerne hätten. Am Desktop hilft schlichtweg der Marktanteil. Es ist einfach nicht effizient für die meisten Crime-Leute auf die Linux-Desktops zu gehen, weil wozu sollte ich? Für die 2-3%. Am Server hilft es leider überhaupt nichts und wir sehen durchaus Spezial-Malware, Rootkits, Botnetze auf Linux-Basis. Das ist nicht nur auf Windows beschränkt. Im Weltbereich erst recht nicht, was sich so auf den DPEs und in welchen IoT-Titeln abspielt, ist grottig. Das ist aber zum Großteil Linux wirklich. Daher bitte passt auf euer Klumpert. Auch wenn ihr glaubt, ist es eh nur mein privater kleiner V-Server irgendwo, die Dinge werden gern aufgemacht und benutzt für Angriffe auf Dritte. Das sind halt dann Staging. Oder wir nutzen halt dann das Gebiet im Rechenzentrum halt aus, um irgendwo anders hinzuschießen. Das heißt, bitte, jeder Server da draußen ist relevant, auch wenn er noch so unwichtig ist für den Kunden, aber für das ganze Ökosystem ist es durchaus wichtig. So, bei den Fragen noch zwei Punkte. Punkt 1 ist, wir bekommen letztens eine Förderung von der EU und können im Sommer, Herbst neue Leute einstellen. Wenn wer Lust hat mitzumachen, bitte bei uns melden. Suchen einerseits Programmierer, wie Python-Know-how ist sehr gewünscht. Werden aber auch unser Händlerteam, die Leute, die uns die Tagesarbeit machen, auch verstärken. Wir suchen sogar jemanden, der ein bisschen im Policy-Bereich was tun könnte. Also nicht nur die reinen Techniker, sondern auch ein bisschen die PowerPoint und Excel und Word-Schiene drauf hat. Gut, und noch ein Punkt habe ich mitgebracht für euch. Ab Montag gibt es wieder die jährliche Hacker-Challenge. Falls ihr Lust habt, mitzumachen,
für Studenten, Schüler und auch Anfänger. Startet ab Montag, wenn es wahr ist, mit der Anmeldung und dem ja, Teilnahme-Challenges. Ist immer spannend, immer lustig zu schauen, was dann an ja, man kann in einem sicheren Laborumgebung einfach seine Skills und seine Fähigkeiten trainieren. Ich würde das echt empfehlen, wer irgendwie Zeit über hat oder auch nur ein Kind hat in dem Alter oder Studenten kennt, macht es einfach mit. Das bringt einiges an Erfahrung, einiges an Skills und ist eine schöne Sache, die Fähigkeiten, die ja, durchaus gut und schlecht nutzen können, auf die gute Seite zu lenken. So, und damit bin ich durch. Ich bin überzogen, oder? Und warte auf Fragen. Da habe ich alle erschlagen. Smart Meter. Wie bin ich jetzt höflich und diplomatisch? Ich glaube, dass die meisten Netzbetreiber durchaus mit sehr gemischten Gefühlen das Thema angehen. Die sitzen zwischen einerseits rechtlichen Vorgaben der E-Control, sie müssen. Sie hassen es einerseits, weil sie wissen, die Teile sind jetzt auf billig zusammengestrickt. Und sind wahrscheinlich die nächsten, sagen wir so, die Branche ist gewohnt, dass Sachen, die sie verbauen, 30 Jahre im Betrieb bleiben. Weil halt, ja, klassisches OT, klassische, so ein Kraftwerk tauscht nicht alle paar Jahre aus. Und dann, die klassischen alten Zähler waren ja auch in die Jahrzehnte im Betrieb. Jetzt haben sie, jetzt kriegen sie Rätereien in ihre Systeme, wo sie wissen, es kann ihnen blühen, dass sie sich in 5 Jahren rausschmeißen müssen, weil es ganz einfach schrottig sind. Das heißt, die Begeisterung der Netzbetreiber für das Zeug ist sehr enden wollend. Müssen sie aber tun. Laut Vorgaben. Meines Wissens nach. Das heißt, ich glaube, man kann, ja. Nur das ist ein Promille Opt-out, damit ist es ein Promille Sache. Das heißt also, die Netzbetreiber sind selber nicht besonders begeistert davon und werden im Prinzip von der Opt-out-Lösung durchaus. Nein, überhaupt nicht. Nein, weil Opt-out heißt, sie haben 2 getrennte Systeme drinnen, alte und neue, und sie haben fast den gleichen Schmarrn im Netz, aber nicht einheitlich. Macht es für sie nicht besser. Die paar Opt-out-Jünger machen die Sache nicht besser für die Netzbetreiber. Und wenn das einer nicht macht, müssen sie das trotzdem bauen. Ja. Dann haben nichts davon. Das heißt allerdings auch, dass wenn dann ganz verschiedene Geräte drin kommen, dann ist es wirklich echtes IoT mit den typischen Embedded System-Problemen. Ich bin nicht ganz drin in dem Thema, wird noch in den nächsten Wochen, Monaten sicher noch mehr kommen durch das Energiezert. Aber ja, die Leute, die ich so gesprochen habe drüber, in den Sektoren seufzen und überlegen sich, wie bauen wir das jetzt ein, seriös. Das ist das gleiche wie bei im Bereich der Medizin. Da haben sie ja auch irgendwelche wahnsinnig super tollen Geräte, die IT-technisch am Stand von Jahren sind. Brauchen sie aber für ihre Diagnostik, also müssen sie das irgendwie reinbringen und halt mit viel Firewalling und viel Duct Tape und Co. halt irgendwie sicher hinkriegen. Und das Gleiche machen auch jetzt auch die Energieversorger. Die schauen halt, dass sie möglichst gut damit umgehen. Ob das möglichst gut reichen wird, werden wir sehen. Wobei ich ehrlich gesagt mit den Smart Meter nicht so wahnsinnig tief im Magen liegen, wie das Netz, Stromnetz als Ganzes. Wir haben jetzt den Übergang von wenigen großen zentralen Kraftwerken hin zu einer breitflächigst verteilten
mikrogemanagten Stromerzeugung. Und hat mehrere Aspekte. Punkt 1 ist, die Netzsteuerung wird um Welten komplexer. Die Last, also die Arbeitskurven pro Tag, wann und wo wer Strom liefern soll, wird um Welten komplexer, weil es auch abhängt von Wind und Sonne. Es sind nicht nur ein paar große, sondern sehr viele kleine. Wie steuere ich jetzt zentral irgendwie die Kleinen an, dass sie jetzt liefern sollen oder nicht liefern sollen? Habe ich genug Regelenergie? Plus noch den weiteren Spaß, dass die alten Kraftwerke klassischerweise dicke, fette Generatoren waren. Und so ein Generator hat ein paar Tonnen Masse, die sich schnell dreht. Der bleibt nicht stehen, so spontan. Da gibt es gewisse Beharrungskräfte in dem System. Das heißt, das kann einfach kippen, das Netz so ganz schnell. Während wenn es alles passiert auf irgendwelchen Invertern, auf Solarpanelen, die haben keine rotierende Masse, die das Ganze irgendwie abfedert. Das ist viel spannender dort. Also ich glaube, dass wir über dieses komplexe Steuerungssystem, Stromnetz, uns mehr Probleme einhandeln und Gefahren einhandeln, als durch die Smart Meter selber. Erst wenn wir anfangen, per Smart Meter dann irgendwie Waschmaschinen zu steuern und das Auto aufladen mit Rückkopplung vom Autobatterie auf Stromnetz, dann wird es noch lustig, ja. Aber jetzt habe ich mehr Angst so über das Stromnetz als Ganzes als über die Smart Meter. Das ist meine Einschätzung, aber ich bin nicht vom Fach Strom. Noch Fragen? Rechenzentren im Sinn von physikalischer Betreiber oder Rechenzentren im Sinn von wirklich auch Rechnerbetreiber? Meine Interaction oder einer. Die Interaction ist uns relativ egal, weil die Interaction selber ja primär, was machen sie? Dach über dem Kopf, Klimatisierung, Strom und Kabel. Mehr machen sie nicht. Spannender wird es mehr von Rechenzentren, die selber betreiben drinnen. Also wir haben engen Kontakt mit dem Bundesrechenzentrum, wir haben engen Kontakt mit Raiffeisen. Wir haben relativ guten Kontakt zu den diversen größeren Hostern, am Hetzner oder an der World for You in Österreich. Pures Facility Management ist nicht unser primärer Fokus, sollte aber in Richtung jetzt Niesgesetz und Co. schon eine Rolle spielen, weil natürlich, wenn jetzt die Interaction die Stromversorgung verkackt, dann haben wir ein Problem in dem Land. Das tut weh. Überraschend gut. Die sind von den Deutschen die Besten in Zusammenarbeit mit uns. Naja, wir schicken ihnen regelmäßig so Sachen wie, passt auf, in deinem Netzblock haben folgende AD-Domains noch Beispiel SSLv2 aktiv gehabt. Oder haben sie noch Heartbleed verwundbar. Hetzner ist einer, der dann brutal die Listen nimmt, auf Kunden aufspaltet und sagt, lieber Kunde, du hast eine Woche Zeit, das zu fixen. Ein bisschen brutal, oder du musst erklären, warum du das nicht fixen kannst oder willst. Das hat interessante Effekte. Die Cleanup-Rate dort ist um Welten höher als bei den meisten anderen Rechenzentrumsbetreibern. Dieses Durchschleifen an den Kunden können wir nicht forcieren, können sie nicht zwingen dazu. Aber wenn es einer macht und dem Ganzen ein bisschen auch mit einem Ellbogen nach ist, dann heißt es, dass dort das Niveau an Sicherheit deutlich besser wird. Heißt, weil Hetzner hat er oft dann vielleicht einen Ruf, was das angeht, aber eigentlich ist er so an Responsivität gegenüber Netzmissbrauch und Fehlkonfigs einer der besseren von den Großen. Wobei die ganzen Großen so ein OVH oder ein 1&1 oder ein DigitalOcean, so wie sie alle heißen, das ist einfach die Größe schon ein Problem. Weil einfach, die können gar nicht vermeiden, dass sie Schrott in dem Netz haben. Die verkaufen so vieles und so vieles über Zwischenhändler. Da können sie oft nur reagieren, wenn was passiert ist. Ist gehört zum, also rein von der Bewertung her, wie gut oder schlecht ist einer, sind die absoluten Zahlen oft völlig sinnlos. Da muss ich nicht genau schauen, welcher Prozentteil der Kunden ist betroffen und wie lange dauert es, bis irgendwas was gefixt wird. Noch Fragen?
Aktuell haben wir Ransomware ist ein Riesenthema. Das werdet ihr vielleicht sehen, aber auch. DDoS ist ein Riesenthema in der letzten Zeit. Ich glaube, dass sehr viele Webserverbetreiber nicht wirklich schauen, wie gut ihre Seiten auf Hochlast reagieren. Pentests schaffen noch einige, aber vorbereiten auf Hochlast machen die wenigsten, so wirklich ernsthaft. Ich glaube, dass der klassische Nerd wahrscheinlich durch diverse Sicherheitsmaßnahmen viel nicht mitbekommt, was von an Exploit Packs und Co. heraus noch rumschwirrt, was Browser angreift. Ich hoffe doch, dass die meisten hier keinen Flash im Browser haben aktiv. Oder zumindest nur on Click to Play und solche Sachen. Oder Java noch aktiv hat. Oder ein bisschen drauf schaut, woher denn das JavaScript kommt, das im Browser ausgeführt werden soll. Es ist so breit gestreut. Es ist an so vielen Ecken niederschwelliger Blödsinn unterwegs. Weil wir einfach als Ganzes oft nicht den Schritt machen von jetzt läuft's hin zu jetzt läuft's und ist sauber. Weil der Kunde zahlt ja schon, nächstes Paket, nächstes Produkt, nächstes Ding. Den Schritt sollten wir alle mal zusammenbringen, so die Sachen, die wir machen, sauber zu machen. Ja? Ja. Guter Punkt. Ja, also das ist ein guter Punkt, weil oft zum Beispiel diese CIO-Fraud, ihr gibt sich aus als Geschäftsführer, will von der Buchhaltung eine Überweisung haben. Wir hier denken meistens an, wie haben wir denn für technische Möglichkeiten, das zu verhindern? Wir müssen unsere Mails signieren, dann wird alles besser. Blödsinn. Hilft ein bisschen am Rand, aber eigentlich müssen die Prozesse, die Kontrollschleifen mit Vier-Augen-Prinzip und Co., das muss funktionieren. Es ist nicht alles rein technisch lösbar. Viel muss im Hirn und in Papierprozessen und einfach Firmenverhalten gelöst werden. Das werden wir, da gebe ich dir völlig recht, das sehen wir hier nicht so in dem Raum. So, ich glaube, jetzt haben wir durch.